Hallo und willkommen zu meinem neuen Installationsvideo. Hier in diesem Video möchte ich mit euch diese Lampe hier auspacken und einbauen. Das ist die Viangio 60 Watt Starlight Effektleuchte mit Kristallrahmen und mit einer Farbtemperatur von ca. 2700 bis 3000 Kelvin. Das heißt, wir haben hier ein warmweißes Licht und damit ist diese Lampe mehr für Wohnräume oder Wohnzimmer geeignet. Das heißt, alle solche Räume, wo man halt ein schönes, warmes, gelbes, stimmungsvolles Licht benötigt. Diese Lampe möchte ich mit euch jetzt anschauen und einbauen. Schauen wir uns als erstes die Lampe näher an. Sie kommt in einem sehr großen Karton daher. Den öffnen wir einfach mal. Der Inhalt dieses Kartons bezieht sich nur auf die Lampe. Wir entnehmen diese und kommen gleich mal zu den physikalischen Maßen der Lampe. Die Lampe hat einen Durchmesser von ca. 60 cm und eine ungefähre Höhe von ca. 10 bis 11 cm, je nachdem, wo ihr messt. Wenn wir die Lampe aufs Gesicht legen, das heißt hinten auf die Lampe schauen, sehen wir sofort, wie die Lampe eingebaut wird. Wir haben hier ein Trägersystem. Dieses Trägersystem wird einfach an der Decke montiert. Hierfür haben wir das Befestigungsmaterial mit im Lieferumfang. Das besteht aus zwei Schrauben sowie zwei Dübel. Wir öffnen die Lampe. Um die Lampe zu öffnen, verdreht ihr leicht den Schirm. In der Lampe sehen wir den Transformator, den Elektroanschluss und hier die Aufnahme für unser Trägersystem. Wir können hier diese Flügelmutter lösen. Das Trägersystem besteht hier aus dieser einen Metallschiene. Der Vorteil von diesem Trägersystem, wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, das System an der Decke zu befestigen. Und was auch sehr schön ist, durch die Flügelmuttern und hier die eingearbeiteten Langlöcher können wir die Lampe nach der Montage noch großzügig ausrichten. Wir sehen im Inneren der Lampe ein riesiges LED-Panel. Dieses erstreckt sich über den kompletten Innenraum der Lampe. Das LED-Panel besteht aus vielen kleinen SMDs. Diese SMDs haben zusammen eine Leistungsaufnahme von 60 Watt. Der Lampenschirm besteht aus flexiblem Kunststoff, das heißt, wir können es verformen, ohne dass es gleich bricht. Besonderheit bei diesem Lampenschirm ist der Starlight-Effekt. Dieser Lampenschirm hat einen undurchsichtigen Kunststoff, einen Milchglaskunststoff mit vielen kleinen durchsichtigen Stellen. Dieses soll eine Art Sternenhimmel imitieren. Im Außenbereich haben wir eine Kristallimitation aus Kunststoff. Vor der Installation muss natürlich darauf geachtet werden, dass das komplette System spannungsfrei ist. Dazu reicht es nicht aus, den Lichtschalter abzuschalten. Wir müssen hier unbedingt die dazugehörige Sicherung oder den dazugehörigen LS-Schalter suchen und diesen ausschalten. Seid ihr euch nicht sicher, schaltet bitte auch den dazugehörigen Fehlerstromschutzschalter aus, sodass wirklich das komplette System spannungsfrei ist. Haben wir unser System spannungsfrei geschaltet, prüfen wir bitte auch nochmal, dass hier alles spannungsfrei ist. Das heißt, wir haben hier in der Regel drei Zuleitungen. Das wäre meistens eine blaue. Die blaue Zuleitung ist für den Neutralleiter. Wir haben hier meistens eine schwarze, braune oder graue Zuleitung. Diese ist meistens für den Leiter, für den Außenleiter und eine grün-gelbe Zuleitung. Diese ist euer Schutzleiter. Der ist dafür da, dass die Lampe schlussendlich geerdet werden kann. Alle anderen Kabel sind bei mir nur als Zusatz eingebaut worden und haben hier keinerlei Bedeutung. Wir prüfen bitte jetzt alle Kabel gegeneinander auf Spannungsfreiheit. Erst wenn dieses wirklich sichergestellt ist, können wir hier weiterarbeiten. Prüft bitte vorher euer Messgerät in einer Steckdose, um zu testen, dass euer Messgerät auch wirklich funktioniert. Noch ein kleiner Zusatztipp vor der Installation von mir. Wenn ihr so ein Gerät besitzt, benutzt es bitte auch. Das ist ein Gerät zum Suchen von Elektrokabeln, Leitungen, Metall, Balken oder dergleichen. Mit diesem Gerät fahre ich die Umgebung der Lampe ab. Das hat folgenden Sinn. Ich möchte bitte nicht das Kabel der Lampe in der Decke anbohren oder verletzen oder mitunter andere Leitungen in der Decke verletzen oder vielleicht sogar Wasserleitungen anbohren oder dergleichen. Das stelle ich mit diesem Gerät sicher, dass sich nichts dergleichen in der Decke befindet und wenn sich das darin befindet, dass ich es finde und umgehen kann. So, nachdem wir nun alles vorbereitet haben, festgestellt haben, dass wir hier wirklich spannungsfrei sind, kommen wir zu unserem Leuchtmittel, zu unserer Lampe. Um die Lampe zu installieren, müssen wir uns erstmal einen Punkt aussuchen, wo wir sie anbringen wollen. Wir haben hier einen schönen großen Kreis und wir wollen diesen natürlich hier schön mittig platzieren. Ein wichtiger Punkt, wenn ihr die Lampe anbringt, wir haben hier dieses Trägersystem. Dieses Trägersystem hat hier ein Loch. Steckt bitte, wenn möglich, nicht das Kabel durch das Loch. Das könnte hier hinten etwas zu eng werden. Noch ein wichtiger Punkt, wir sehen hier an unserer Lampe, an unserem Lampenkörper,
diese Kunststofffüße. Diese Füße sind leicht flexibel und halten eure Lampe etwas auf Distanz zur Wand. Somit haben wir genug Platz, um unser Kabel unter der Lampe entlang zu führen. Somit können wir die Lampe noch etwas justieren, bis wir an der richtigen Position sind, an der wir die Lampe montieren wollen. Wir halten nun unsere Lampe an die Position, an der wir sie montieren wollen. Und wir sehen hier an den beiden Seiten unsere Langlöcher. Durch diese Langlöcher können wir uns die Position markieren mit einem Bleistift, an der wir schlussendlich die Lampe montieren möchten. Haben wir unsere Position nun markiert, können wir an den Markierungen einfach hier unsere Flügelmuttern anlegen und haben somit unseren Träger an der richtigen Position sitzen. Wenn wir nun unseren Träger anschrauben wollen, gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Habt ihr hier eine Decke, eine massive Decke, müsst ihr hier mit einem geeigneten Steinbohrer oder einer geeigneten Bohrmaschine vorbohren und die Dübel anbringen. Zeichnet dafür eure Bohrungen an. Wichtig, bevor ihr hier bohrt, schaut bitte, dass ihr auch kein Kabel oder dergleichen trefft. In meinem Fall habe ich hier eine Holzdecke beplankt mit Gipskarton und verputzt. Das heißt, ich kann direkt anschrauben. Ich nehme also meine Schrauben und schraube den Träger direkt an. Habe ich den Träger wie hier montiert, kommen wir zu unseren Flügelmuttern. Diese löst ihr bitte, und zwar so weit, dass sie gerade nicht herunterfallen, also gerade noch so auf euren Gewinden hängen. Nun kommen wir zurück zu unserem Lampenkörper. Wir haben hier unsere beiden langen Löcher und wir haben hier eine Kabeleinführung. Diese Kabeleinführung hat eine Gummierung. Achtet bitte darauf, dass ihr diese Gummierung nicht verliert. Diese schont euer Kabel, dass es nicht an dem Metallkörper kratzt und sich beschädigt. Wir führen unser Kabel hier durch diese Einführung nun durch, drehen unseren Lampenkörper so, dass wir mit unseren Flügelmuttern deckungsgleich sind, führen unsere beiden Flügelmuttern exakt hier durch diese großen Bohrungen und rasten diese hier in den Langlöchern ein. Jetzt können wir unsere Lampe nochmal nachjustieren, solange bis sie richtig auf der Position steht, auf der wir sie haben möchten. Wir haben hier ordentlich Spiel. Haben wir die Position erreicht, ziehen wir die Flügelmuttern mit der Hand an. Übertreibt das Anziehen bitte nicht. Zieht die Flügelmuttern so an, dass eure Standfüße auf der Decke aufliegen, und dann reicht das auch schon. Haben wir unsere Muttern angezogen, prüfen wir bitte nochmal, dass die Lampe auch wirklich ordnungsgemäß fest an der Decke hängt. Jetzt kommen wir weiter zu unserer Elektroinstallation. Wir haben, wie gesagt, unseren Strom noch abgeschaltet und haben nun hier unsere Adern für die Installation. Lasst euch nicht von meinen vielen Kabeln hier irritieren. Diese beiden Adern haben keine Bedeutung mehr. Wir benötigen nur hier diese drei einzelnen Adern. Wir haben grün-gelb für den Schutzleiter, braun, es kann aber auch schwarz oder grau sein, für den Außenleiter L, und blau für den Neutralleiter N. Hier haben wir nun eine Schnellverschlussklemme. Vorteil dieser Schnellverschlussklemme: wir brauchen keinerlei Werkzeug für den Anschluss. Wir beginnen einfach mit unserem Schutzleiter. Der Schutzleiter wird mittig montiert. Wir haben hier ein Schutzleiter-Symbol. Hier klicken wir den Schutzleiter ein. Achtet bitte darauf, dass er ausreichend abisoliert ist. Ich empfehle hier 8 bis 12 mm abzusetzen. Ist das schon der Fall, können wir ihn einfach hier einklicken. Nach dem Klickgeräusch ist er fest verbunden. Wir haben hier noch eine Besonderheit. Wir haben hier noch einen zweiten Eingang, noch eine zweite Zuführung. Somit könnt ihr von diesem Leuchtmittel abgehen mit einem weiteren Kabel zu einem weiteren Leuchtmittel und könnt dieses dann auch wieder anschließen. So, wir haben unseren Schutzleiter angeschlossen. Kommen wir zu unserem Neutralleiter. Hier müssen wir darauf achten, dass wir den Neutralleiter an der richtigen Position anschließen. In unserem Fall ist das markiert. Es steht hier ein N. Wir können das auch nochmal überprüfen. Wir haben hier unser Netzteil. Und auf unserem Netzteil ist auch nochmal vermerkt N und L. Achtet darauf, dass ihr blau mit N verbindet. Nun kommen wir zu guter Letzt noch zu unserem Leitenden, zu unserem Außenleiter. Der wird mit L verbunden. Achtet hier auch wieder darauf, dass er mit dem richtigen Kabel verbunden ist. Das heißt, hier schauen wir auf unser Netzteil L Außenleiter und hier auch L Außenleiter. Wir klicken ihn ein, hörbar. Somit ist er fest. Wir ziehen nochmal an allen Adern, dass sie auch wirklich fest sitzen, und somit haben wir unser Leuchtmittel verbunden. Noch ein kleiner Tipp: müsst ihr aus irgendeinem Grund die Adern wieder lösen, die Kabel wieder lösen, drückt ihr einfach hier diese kleinen Schuhe. Wir drücken diesen ein, ziehen einfach an dem Kabel und haben es wieder entnommen. Rückwärts geht es natürlich genauso schön. Wir klicken es einfach wieder ein, bis es hörbar einrastet.
Somit haben wir unser Leuchtmittel hier nun angeschlossen, unsere Lampe angeschlossen. Achtet bitte darauf, dass die Kabel keine SMDs überdecken. Haben wir die Lampe soweit angeschlossen, schalten wir diese Lampe kurz ein. Das heißt, wir schalten unseren LS ein, unseren Fehlerstromschutzschalter und unseren Lichtschalter. Und somit leuchtet unsere Lampe und wir sehen, dass alles korrekt angeschlossen ist. Zu guter Letzt kommen wir nun noch zu unserem Lampenschirm. Dieser Lampenschirm ist ziemlich groß. Achtet also darauf, dass ihr ihn vernünftig anbringt. Wir haben hier diese Einrastführung, diesen Bajonettverschluss und hier diese Einrastnasen. Wir bringen diese Einrastnasen mit dem Bajonettverschluss deckungsgleich. Dieses machen wir natürlich an allen Stellen. Drücken den Lampenschirm mit wenig Kraft nach oben und verdrehen ihn einfach. Und somit haben wir den Lampenschirm montiert und die Lampe ist somit fertig eingebaut. Zu guter Letzt möchte ich euch nochmal die Lampe im eingeschalteten Zustand zeigen. Besonders den Starlight-Effekt möchte ich euch nochmal zeigen. Dieser wird besonders sichtbar, wenn wir uns zur Lampe etwas bewegen und in die Lampe hineinschauen. Dann sehen wir diese Art Sterneneffekt und wenn wir uns etwas zur Lampe bewegen, flackern die Sterne leicht auf. So, und damit kommen wir zum Ende dieses Videos. Hat euch dieses Video gefallen? Gebt mir wieder einen Daumen hoch. Wollt ihr noch mehr meine Videos schauen? Kein Problem, abonniert einfach hier diesen Kanal oder schaut hier unten in den Anmerkungen nach oder besucht einen meiner anderen Kanäle. Schaut dort nochmal nach. Dort ist auch viel interessantes Videomaterial für euch bereitgestellt. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.